Ja, wir haben das also eine richtige Fleißarbeit gemacht. Wir haben 1120, also vielen Dank, Nina, erstmal für deinen Telebeitrag und deinen Musikbeitrag. Ja, wir waren da sehr fleißig, haben da 1120 ungefähr Kandidaten für die Bundestagswahl angeschrieben von allen Parteien, die schon drin sind. Bei den Piraten haben wir nur die als Partei angeschrieben, also die 5 Parteien, die drin sind. Und wir haben von 280 ungefähr Antworten bekommen, die relativ klar ausgefallen sind. Nämlich bei der Linkspartei haben die alle das sehr unterstützt, dass es keine Sondergesetze geben soll, dass es eine bedingungslos folter- und gewaltfreie Psychiatrie geben soll, dass nicht die Betreuer womöglich auch noch durch eine Berufsprofessionalisierung dann den Vorsorgevollmächtigen womöglich vorgezogen werden. Todesfallstatistik soll es geben, wurde auch unterstützt, und mehr Geld für die Selbsthilfe. Die ersten beiden Punkte, das sind die Kernforderungen, und die wurden also, darum war auch der Streit sozusagen, da wird immer ein bedingtes Ja, aber, und aber irgendwo muss das mit der Ultima Ratio dann doch noch sein. Das war so der durchgehende Kontext, auch von den meisten von Grünen. Aber es haben also ungefähr 100, na knapp 100 von der Linkspartei haben sich voll dahinter gestellt. Von den Grünen waren es ungefähr 10, von der FDP einer, von der CDU war es der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, der das auch verstanden hat, dass die Behindertenrechtskonvention das eben gebietet, dass die Sondergesetze abgeschafft werden. Also einer von der CDU, den wir vorher eigentlich eher anders erlebt haben, haben das erste Mal auch klar gesagt, es müssen die Sondergesetze alle weg, womit natürlich auch der 63er dann gemeint ist. Deshalb sind es ja alle Sondergesetze, die wir angefragt haben. Und die von der SPD waren es, glaube ich, 4 oder so, ganz wenige. Und das haben wir veröffentlicht am Freitag. Wir waren das besondere Problem. Mich würde das ja mal interessieren, wie die SPD dazu steht. Ich bin da so ein großer. Naja, ich sag jetzt nicht, wessen Fan ich bin, aber... Ja, die SPD hat natürlich eine ganz üble Position insofern eingenommen, weil sie in Baden-Württemberg im Januar gleich, im Juni war es, im PsychKG schnell beinahe im Geheimverfahren durchgedrückt hat, allerdings mit den Grünen und sogar mit den anderen in der Opposition zusammen. Aber sie war da wirklich die treibende Kraft mit den Grünen in Baden-Württemberg unter einem grünen Ministerpräsidenten. Wieder eine besondere Schande auf die Grüne und die Böll-Stiftung. Aber es ist eine SPD-Ministerin gewesen. Und von der SPD waren das, wie gesagt, 4, 5 sozusagen Ausreißer. Die anderen haben da immer klar gesagt, sie sind für mehr Therapie, für... Aber der Zwang muss als Ultima Ratio sein und so weiter. Das war durchgängig und bündig. Und das ist die Position, die wir von ihr kennen. Und sie haben wohl auch Diskussionen gehabt. Also haben welche geschrieben, dass es in der Fraktion eine starke Auseinandersetzung gegeben hätte. Aber sie hat sich zumindest nicht nach außen in irgendwas niedergeschlagen. Was jetzt sozusagen für die Linkspartei nochmal ein besonderes Problem ist, oder für uns ein besonderes Problem ist, dass in Brandenburg, wo sie in der Regierung mit ist, und zwar genau in den beiden Ressorts, die über das neues PsychKG entscheidend wären, das Justizministerium und das Gesundheitsministerium, sind Linkspartei-Genossen, Linkspartei-Ministerien. Und genau die haben wir vorher schon angefragt, haben sie schon eine öffentliche Verlautbarung gegeben, die Gesundheitsministerin, dass sie auch so ein Gesetz will, auch wieder ein neues Foltergesetz will, weil auch in Brandenburg ist es illegal, nicht nur vom Bundesverfassungsgericht, sondern auch vom Landgericht und sogar jetzt noch ganz aktuell vom Oberlandesgericht Brandenburg, ist klar, es gibt in Brandenburg keine gesetzliche Grundlage für irgendeine psychiatrische Zwangsbehandlung. Jetzt ist sozusagen die Linkspartei in die Frage an die Linkspartei. Nimmt sie das ernst, was sie uns geantwortet haben, die Kandidaten, was sie in ihrem Wahlprogramm drin hat, und sagt sie nein, mit uns kein neues Foltergesetz? Wir sind ein bisschen gespannt und bemühen uns sehr darum, dass die Linkspartei sich da also sozusagen jetzt Linie hält und nicht auf einmal sagt, naja, für den Ministerposten und die Koalition müssen wir auch mal die Menschenrechte opfern, wenn es ja nur in der Psychiatrie ist. Da bemühen wir uns noch sehr drum. Wir werden nächste Woche wohl noch einen Brief veröffentlichen, den wir auch schon mal auf den Tag gekriegt haben, der nochmal eine völlige Ungehörigkeit darstellt. Aber das kann ja sein, dass das nochmal so ein letztes Festhalten ist, aber dass sich insgesamt bewegt. Überzeugt sind wir bis jetzt noch leider nicht. Aber wer irgendwo Druck, ob wer irgendwie was ansprechen kann, Linksparteileute,
die Frau Tack heißt sie, die Gesundheitsministerin Anita Tack in Brandenburg, der muss man doch klar machen, dass sie sich außerhalb des menschenrechtlichen Diskurses oder menschenrechtlichen Diskussion befindet und das krasses Unrecht ist, was sie da plant, ein Gesetz, was ein ungesetzliches Gesetz, ein rechtsverletzendes Gesetz ist, darf nicht gemacht werden.